Kohlenhydrate, auch Carbs genannt im Englischen. Und jahrelang, fange ich auch mal mit so einem schönen Zitat an, jahrelang hat man uns eingeredet, dass Kohlenhydrate ab 18 Uhr dick machen. Und jetzt kommt es raus, dass die Kohlenhydrate gar nicht wissen, wie spät es ist. Und das ist auch ein schönes, kleines, lustiges Zitat, mit dem ich heute beginne, um euch da auch ein bisschen abzuholen. Und dass wir auch keine Angst haben brauchen, dass es jetzt vielleicht auch ein bisschen biochemisch wird. Ich habe das so gut wie möglich euch heute auch vorbereitet, dass ihr das wirklich in Häppchen aufnehmen könnt. Und auch noch mal kurz zu mir. Ich bin Diana und ich arbeite zusammen mit dem Bob Aerofit. Ich bin da so ein bisschen der Ernährungsteil und der Bob ist der Bewegungsteil. Und das, wie man ja weiß, passt gut zueinander. Und hier bin ich halt auch immer wieder eingeladen, auch als Ernährungsexpertin mit euch ein bisschen tiefer zu tauchen. Und meine Präferenz liegt in der Darmgesundheit. Und mein Spezialgebiet ist auch die Histaminose, weil ich da auch selber dran schwer erkrankt war und das gerne auch an anderen Menschen jetzt weitergebe. Und da auf dem Darm alles drauf aufbaut, weil das ja unser Immunsystem ist und unser Zentrum der Emotionen, ist das und die Wurzel und auch ja, wenn die Eizelle befruchtet ist, eins der ersten Organe, das mit entsteht, baut darauf alles auf. Und heute steigt man eben halt mal in diese Welt der Lebensmittel ein. Ne? Was ist überhaupt wichtig? Genau. Und dieses Programm, diese Kohlenhydrate, ist aus dem Programm, das ist ja jetzt der dritte Teil, Proteine und auch Fette gab es auch schon, die sind auch in der Aufzeichnung vorrätig, sind aus dem 12-Wochen-Coaching von Bob Aerofit, das er immer wieder auch erneuert und wo ihr jetzt auch ein Teil davon seid und zum Teil auch heute Gäste seid, die hier zuhören. Deswegen herzlich willkommen. Um euch mitzunehmen, immer wieder meine kleine Ernährungspyramide oder unsere Ernährungspyramide ist heute der Abschnitt Kohlenhydrate dran. Ich habe das hier so ein bisschen aufgeteilt, was halt die Hauptbestandteile sind. Und wir gehen heute in diese rot umkreisten Dreiecke rein. Und woher bekommen wir eigentlich Energie? Also Energie ist ja was wir tagtäglich brauchen. Ohne Energie ne? Müdigkeit, Attacken und nicht richtig. Und dazu gehören die Fette, die wir halt schon vor ein paar Wochen hatten als Vortrag, die Eiweiße oder auch Proteine genannt, die Ich-Bildung, quasi das Zentrum, die Stärke und für das Alignment und heute die Kohlenhydrate. Und darin sind auch versteckt diese schnelle Energie. Und in den Kohlenhydraten versteckt sich ebenfalls auch das Wort oder die Bestandteile Kohlenwasserstoff. Aber da gehen wir uns gleich nochmal drauf an. Wir haben jetzt erstmal hier nochmal zur Übersicht vom Essen zur Energie unsere kleine Visualisierung: Essen, Verdauung, Nährstoffe, Vitalstoffe. Der Körper baut das um und auf und spaltet das auf. Und heute sind wir hier oben im roten Bereich in der Glukose, also in den Kohlenhydraten. Warum auch Glukose, komme ich dann auch gleich nochmal zu. Genau, Glukose sind organische Verbindungen aus Kohlenstoff und Sauerstoff und gehören zu den wichtigsten Nährstoffen. Und hier ist halt, da habe ich euch auch mal mitgebracht, ein Glukoseteil, was halt im Hochformat sein kann. Das kann auch breit sein, das kann auch ganz lang sein. Wir haben unterschiedliche. Das Glukoseteilchen sieht ungefähr so aus. Wir haben halt langkettige, kurzkettige. Na, das meine ich halt mit ganz lang und kurz. Und da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen näher drauf ein. Na, und wir haben hier vorrangig die Monosaccharide und die aus Traubenzucker entstehen, also die Glucose und dem Fruchtzucker, die Fructose. Ne? Das ist der Glucosebestandteil. Und was sind Kohlenhydrate noch? Das ist eben halt hier eben nochmal der Zucker gezeigt. Das ist, die können dadurch, dass die schnelle Energielieferanten sind, können die leicht von dem Körper geteilt werden und dadurch auch viel schneller aufgenommen werden und verdaut werden. Deswegen sind Obst und Früchte wertvolle Energielieferanten. In kürzester Zeit tritt diese Energie von den Kohlenhydraten in unser Blut und macht auch sofort Energie. Wir vertauschen das heutzutage natürlich auch gerne mit Schokoriegeln, Brötchen oder anderen Snacks,
die wir schnell zu uns nehmen können und die uns schnelle Energie liefern. Aber da gibt es auch nochmal einen gewaltigen Unterschied. Wir gehen jetzt hier erstmal nochmal weiter in der Vorstufe, in der Basis. Genau, wir haben die Stärke, die gehört auch zu den Kohlenhydraten. Die stärkehaltigen Produkte sind Getreide, sind Kartoffeln, ne, sind auch jetzt hier wie eine unreife Banane oder eine Kochbanane, die haben ziemlich viel Stärke und die sehen schon vom Molekül her nochmal ganz anders aus. Ne? Die sind ein bisschen höher und breiter und hier hat auch der Körper ein bisschen mehr Arbeit, die aufzuspalten, aber gehen noch relativ gut aufzuspalten aufgrund unserer Enzyme und Bakterien, die wir haben. Dann haben wir die Kohlenhydrate gerne genannt als Zellulose-Ballaststoffe. Die sind sehr langkettig und für unseren Körper oder Darm in erster Linie sehr schwer verdaulich. Aber sie geben halt auch eine lange Sättigung. Und das ist sehr wertvoll, weil das wollen wir ja. Wir haben keine Lust, ständig uns immer wieder im Bauch voll zu schlagen und immer wieder zu essen, weil viel Essen, viele Kilokalorien dann auch uns halt mehr Gewicht geben oder eben halt auch müde machen oder eben, kommen wir später auch noch zu, andere Geschichten mitbringen. Und deswegen sind die Ballaststoffe sehr wertvoll, auch wenn sie schwer verdaulich sind. Die sind vorrangig enthalten in Nussschalen, Bananenschalen und Gras. Das können wir natürlich so nicht essen. Deswegen gibt es halt auch noch Zellulose oder eben Ballaststoffe in den Randschichten vom Getreide. Oder eben halt auch in den vollwertigen Kohlenhydraten, wo ich nochmal reingehe. Ne? Auch Wildkräuter hat ziemlich viele Ballaststoffe. Und zum Beispiel auch Flohsamenschalen gehören dazu. Oder eben halt auch wertvolle Haferflocken. Gekeimte Haferflocken zum Beispiel haben auch sehr viel Zellulose. Es braucht also dazu ein bisschen mehr Energie und vor allen Dingen die richtigen Enzyme, um diese zu aufzuspalten. Und Enzyme fangen oben im Mund schon an, wenn wir essen. Und die Bakterien, die dazu gehören, die sind wertvoll für unseren Dickdarm, weil dort die Darmbakterien sitzen, die diese mit aufspalten und die auch wiederum wichtig sind für unsere Darmgesundheit, ne? Weil unsere Darmwände brauchen die Ballaststoffe, weil dadurch entsteht erstens auch ein sehr gutes Mikrobiom bei unseren guten, die stürzen sich darauf. Das merkt man auch, wenn man mal eine Darmkur macht mit relativ vielen Ballaststoffen, dass man, wenn man das nicht gewohnt ist vom Essen her, dass man relativ schnell anfängt, Blähungen zu bekommen. Ne? Da stellt sich das Mikrobiom um, weil sich nämlich die guten Bakterien darauf stürzen und dann exorbitant wachsen, also sich vermehren, was wertvoll ist. Ne? Und das erstmal so zur kleinen Erklärung. So, wir teilen das jetzt mal kurz, wird es ein bisschen tiefer und so. Ich habe das versucht, so ein bisschen bildlich für euch darzustellen, wie die Kohlen. Also wir unterscheiden vier Gruppen bei den Kohlenhydraten oder auch Carbs genannt, um da mal auch manchmal ein bisschen kürzer zu bleiben. Da haben wir die kurzkettigen Kohlenhydrate. Das ist quasi der Zucker, die zuckerhaltigen Geschichten. Da haben wir den Einfachzucker und den Zweifachzucker. Und der Einfachzucker, wie ich vorhin schon sagte, Traubenzucker, Fructose, also Fruchtzucker, Galactose und Mannose. Und die Galactose und die Mannose hat man jetzt in den letzten Jahren schon festgestellt, ist halt auch sehr wertvoll als kleine Randinformation bei Entzündungen in der Blase, weil diese Einfachzucker wertvoll sind oder zu verändern, positiv. Also das ist auch Schleimzucker wird das auch. Man den Zweifachzucker, die Saccharose, also den Haushaltszucker und die Laktose, den Milchzucker und die Malzzucker, also die Maltose, um euch das hier mal so ein bisschen darzustellen. Genau, dann haben wir den Mehrfachzucker, die Stärke, worüber ich auch vorhin kurz das Molekül gezeigt habe. Das sind langkettige Kohlenhydrate, die sind auch wertvoll. Da sind vor allen Dingen versteckt die Nüsse, die Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Getreide. Die werden beim Essen und beim Kauen mit den richtigen Enzymen aus dem Mundraum und den Bakterien auch umgewandelt in kurzkettige Kohlenhydrate.
Das stellen wir auch fest, wenn wir lange und gut kauen, zum Beispiel bei einem Stück Brot oder auch bei Kartoffeln, dass sie am Ende für uns auch süßlicher schmecken. Und das ist gut. Das ist gute Energie, die in einer vollwertigen Version in uns reinkommt. Hier habe ich auch das Enzym aufgeschrieben, was halt ganz wichtig ist, das Thyalin, das ist hier oben auch in unserem Mund, in unseren mit drin, der halt schon die Vor, wo hier die Vorverdauung auch schon anfängt. Also auch das Kauen ist hier in dem Fall sehr wichtig. Ebenfalls auch bei den Ballaststoffen Kauen sehr wichtig, weil hier oben die Verdauung anfängt und durch die richtigen Amylasen und Enzyme können wir hier vor die, das Essen auch schon vorverdauen und dann liegt es uns auch nicht mehr so schwer im Magen. Und das sind die unverdaulichen Faserstoffe, die eben definitiv eben die Unterstützung von dem Darm und von den richtigen Enzymen im Körper benötigt werden. Haben wir die nicht mehr, weil wir solche Sachen, Ballaststoffe, sehr wenig zu uns nehmen, ist es für uns am Anfang auch eine Qual, diese Nahrungsmittel genüsslich zu uns zu nehmen oder dass unser Darm hier auch richtig verdauen kann. Deswegen halt vielleicht anfänglich auch Blähungen, Unwohlsein, wenn wir die vermehrt wieder in unseren Plan einbauen. Aber sie sind wertvoll, weil sie eben halt auch wie eine Bürste sind, die durch den Darm durchgeht und vieles mitnimmt und eine schöne Kontraktion des Darms auch mit auslöst. Bewegung ist natürlich für den Darm und auch für die Verdauung unglaublich, nicht, unglaublich wichtig. Also nicht während des Essens Sport machen, das ist klar, aber weil wir den Stoffwechsel anregen und dadurch halt auch eine Bewegung in unser Verdauungssystem reinkommt und was dann uns auch unterstützt. Ne? Und als kleine Randinformation auch bei übergewichtigen Menschen kann es sein, dass die Ballaststoffe, die da reinkommen, zusätzlich Kalorien sind. Das heißt, die nehmen gerne dabei auch zu. Das kann auch am Anfang ein Problem sein, weil die unglaublich viele Bakterienstämme haben, die das fördern, dass das zu Kalorien verarbeitet wird. Und deswegen ist es manchmal eine Krux, dass manchmal Menschen, die gern abnehmen möchten, erstmal durch diese vielen Ballaststoffe auch erstmal zunehmen. Ist aber ein Zeichen davon, dass das eben jetzt im Körper noch kein Gleichgewicht hergestellt ist. Ein paar Lösungsvorschläge, wen das ereilt, der schon manchmal beim Zugucken, es sind ja so diese Geschichten vom Zugucken, werde ich schon, nehme ich schon zu, das sind solche Menschen. Genau, und dann haben wir noch die Xylit, Erythrit, Sorbit und Mannit, die halt in der Industrie auch jetzt mehr und mehr Verwendung finden in der Lebensmittelindustrie oder auch in unserem Haushalt. Sie schmecken sehr süß, aber der Vorteil ist, sie machen eine geringe Insulinausschüttung, was total wertvoll ist für einige. Jedoch Achtung, nicht jeder verträgt diese Art von Zuckeralkohole. Wer also einen Darm eben halt, ja, Entzündungen, ne, also kann es sein, dass auch diese Zuckeralkohole nicht gut vertragen werden. Tiere von Hause aus, vor allen Dingen Hunde, sind also vertragen gar kein Xylit. Das kann sein, wenn die zu viel zu sich nehmen, dass sie sogar dann halt schwere Darmprobleme erleiden und davon auch sterben können. Bei uns Menschen ist es nicht so, aber wer da Problematiken hat aufgrund seines, dass der Darm nicht richtig ausgebildet ist, beziehungsweise die Mikroflora nicht richtig da ist, kann es sein, dass es dazu auch zu Allergien oder zu Beschwerden kommt. Deshalb hält bei vielen dann doch immer noch der normale Haushaltszucker, der einfach schneller aufspaltbar ist, obwohl natürlich auch ungesünder, weil ja gleichzeitig gerade der Haushaltszucker ein krasser Vitalstoff, ja, Rabauke ist. Also der zieht richtig viele Vitalstoffe, um halt verdauen, weil er so isoliert ist. Echte Kohlenhydrate. Und da kommen wir schon zu dem wichtigen Punkt, der leider in der Aufklärung in unserer Welt und auch in den Medien oft zu kurz kommt. Und das heißt, zu den guten Kohlenhydraten zählen unverarbeitete Kohlenhydrate, also die einen ursprünglichen Ballaststoffgehalt haben. Man nennt es auch Urkost oder natürliche Kost, vollwertige Kost, ne, dazu gehört oder mit den Randschichten verarbeitet.
Kartoffeln, Hülsenfrüchte. Und damit steigt der Zuckerspiegel auch nicht so stark an, wenn wir die nehmen. Die sind also gute Kohlenhydrate. Hülsenfrüchte, komme ich auch nochmal dazu, oder ich sage, erwähne es jetzt schon mal, sind auch bei einigen, die Beschwerden haben, ich erwähne es hier, weil es halt auch mein Fachgebiet ist, oft ein Problem. Die können sie nicht vertragen, ne, wegen dem hohen Lektingehalt. Was dabei hilft, auch bei dem Getreide, ist eine Vorfermentation. Und das ist dieses Keimen, dieser Keimungsprozess, der aus diesen Samen wieder also aktive Lebensmittel macht. Und das ist ein großer Bestandteil, den wir heute in unserer westlichen Welt vergessen und der ein Verursacher ist auch von vielen Darmproblemen. Ursprünglich und schon auch gar nicht so lange her war es so, dass viele Getreidearten und auch Hülsenfrüchte oder wie auch in Asien der Reis gekeimt wurde, bevor er gegessen wurde. Das ist schon eine Art der Vorverdauung, um eben diese Nahrungsmittel wertvoll zu belassen und auch bei uns aufzunehmen. Aber heutzutage muss alles schnell gehen. Deswegen ist unsere Industrie darauf gebrieft, eben halt isolierte Kohlenhydrate, verarbeitete Kohlenhydrate herzustellen. Weil erstens billig, zweitens kann man dann halt zum Beispiel beim Vollkorn, was heutzutage größtenteils auch als Weißmehlprodukt gibt, also aus Auszugsmehl, selbst auch das biologische Mehl, auch Mehle, die lange im Lebensmittelregal standen, also die schon vor Wochen oder Monaten gemahlen wurden, also Vollkornmehle, sind in ihrer Struktur und Verarbeitung nur noch, also isolierte Kohlenhydrate, weil sie einfach die Randschichten, die da drin sind, es ist so minimal und dadurch, dass das Mehl, wenn es vor Monaten gemahlen wurde oder schon vor ein paar Tagen, kommt so eine Ranzigkeit. Das heißt auch, dass wir da halt mit nicht so gute, günstige Nahrungsmittel, also Bestandteile mit aufnehmen. Und deswegen ist es immer wertvoll, wenn man also Körner frisch mahlt und dann verarbeitet. Und am allerbesten natürlich, wenn das Korn vorher gekeimt ist, mahlt und dann verarbeitet, ne, um da wirklich die vollen Vitamin- und Vitalstoffgehalt zu haben. Und ebenfalls auch der Vollkornreis hat heutzutage das Problem, dass er natürlich voller Arsen ist und deshalb natürlich der polierte Reis per se viel gesünder ist, weil arsenfreier, weil die Randschichten rausgenommen werden. Aber wenn die Randschichten fehlen, fehlen uns wichtige Vitalstoffe, die da halt nicht mehr enthalten sind. Es gibt Lösungen, es gibt Firmen, die sich da jetzt immer mehr auch verbreitern oder größer werden, die zum Beispiel auch Vollkornreis in gekeimter Form haben. Man kann das auch selber machen, ist ein bisschen Arbeit und man braucht halt noch ein Gerät dazu, also ein Dörrautomat oder gleichbleibende Temperatur, um da halt auch den wertvollen Reis, wie er auch vor Hunderten von Jahren zu sich genommen wurde, auch in Asien, wieder bei sich zu Hause zu haben. Ebenfalls auch Zuckerrohr, was zu Haushaltszucker verarbeitet wurde. Das Zuckerrohr an sich, auch ein großer Energielieferant, gerade in Südamerika. Der ist sehr wertvoll. Wir denken immer so, um Gottes Willen, Zuckerrohr, das ist ja auch schlecht für die Zähne. Nee, dieser ist wertvoll, weil er halt vollwertig. Aber das, was daraus gemacht wurde, der Haushaltszucker, der Sirup, der ist für unseren Körper oft schwer, nicht schwer verdaulich, leicht verdaulich, bringt schnelle Energie, aber nicht so gesundheitsoptimal. Und Claudia weiß das bestimmt, du warst ja eine Weile in Südamerika, ne? Hast wahrscheinlich das ein oder andere Zuckerrohr auch mal in echt gegessen. Von so einem Stand. Genau, gehen wir mal darauf ein, was wir tun können, also was erstmal so ein Problem ist, was ich jetzt auch schon immer erwähnt habe, unsere heutige Zeit, dass eben halt viele Vitalstoffe in unserer Ernährung wegfallen. Auch wenn wir glauben, biologische Nahrungsmittel zu uns zu nehmen, ist es trotzdem so, dass sie halt einfach weniger Mineralstoffe haben und gerade im Getreide oder in den Hülsenfrüchten, das sind große Energielieferanten in Form von Vitalstoffen wie Mineralstoffen. Auch der Hafer ist ein wertvoller Energielieferant und Mineralstofflieferant. Nur wenn der halt als Haferflocke in einer Tüte weilt, die wir in der Kaufhalle kaufen oder im Biosupermarkt, ist der lange, lange vorher entstanden und wurde gequetscht und wurde teilweise auch begast, weil durch diesen hohen Fettanteil, den der Hafer hat,
ist es so, dass halt eigentlich theoretisch eine Haferflocke nach einer gewissen Zeit auch sehr ranzig schmeckt. Deswegen ist zu 99% der Hafer heutzutage, der in der Tüte ist, begast. Ne? Es ist nichts mehr natürlich. Und deswegen ist hier auch wichtig oder schön, wer darauf Wert legt, wertvollen Hafer zu haben, sich eine Flockenquetsche zu holen, den Hafer selber zu quetschen oder eben halt gekeimte Haferflocken zu erwerben. Ja? Genau, hier habe ich nochmal so ein schönes Bild auch dazu, was das mit uns macht, was, wenn wir einfache Kohlenhydrate oder eben halt gerade die nicht so guten Kohlenhydrate in Masse zu uns nehmen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz noch jemand reinlassen, weil ich hier sehen. Bisschen runterswitchen, genau. Also was passiert auf Dauer bei der Aufnahme von den isolierten Kohlenhydraten, die industriell hergestellt wurden, um uns natürlich das Leben zu vereinfachen, auch der Industrie zu vereinfachen? Da gehen wir mal ein bisschen rein. Was passiert ist, wenn wir natürlich, das weiß jeder von euch, der hier auch sitzt und der sich ja mit sich und seinem Körper auseinandersetzt, dass die Fitness und halt auch die Energie einfach im Körper viel, viel schlechter wird. Ne? Wir sind schneller müde und brauchen immer wieder diesen Kick von diesen schnellen Kohlenhydraten, die wir leider nur noch selten, also in Form von vollwertigem Zucker zu uns nehmen. Ich meine natürlich auch teilweise Früchte und Gemüse, wie wir sie in der Kaufhalle oder auf dem Markt hoffentlich natürlich noch natürlich, aber oft in den Supermärkten gar nicht mehr als vollreifes Obst oder Gemüse gepflückt wurde und wir somit halt natürlich einfach nur Obst und Gemüse teilweise bekommen, was halt durch Lagerungen oder Begasungen noch nachgereift ist. Ne? Und das ist halt auch wieder ein industrieller Vorteil, um eben halt die Früchte und das Gemüse auch gut über die langen Transportwege zu uns zu bekommen. Eben die Heißhungerattacken, die sind ebenfalls ein Problem, ne? die halt dann wiederum halt wie eine Art Sucht auch hervorrufen. Und in der in unseren Ernährungsexperten-Rahmen oder auch ihr wisst es halt zum Teil schon, ist es so, dass wir, dass es jetzt gleichgestellt ist, auch gerade diese einfachen Kohlenhydrate oder wie Zucker, dass das die ersten Suchtstoffe sind und dadurch natürlich auch Süchte im späteren Alter mit weitergeben oder noch manifestieren, gerade bei den Kindern. Da sind oft schnelle Kohlenhydrate wichtig oder geben wir gerne, weil die Kinder viel, 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 viel mehr Energie haben als wir Erwachsene. Aber was dazu kommt, also es muss nicht immer der Zucker sein. Es fällt mir halt oft auf, dass wir Menschen gerne den Kindern was Süßes geben in unserer Gesellschaft. Und das ist dann halt oft eben der einfache Haushaltszucker verpackt, gegebenenfalls auch noch vielleicht als Kokosblütenzucker, wenn es gut läuft, der halt auch ein schneller Energielieferant ist, vielleicht noch ein bisschen wertvoller ist aufgrund dessen, dass er nicht so isoliert ist, sondern noch ein paar Mineralstoffe enthalten sind, aber vom glykämischen Index auch das Blut, den Insulinspiegel schnell ansteigen lässt. Und dadurch ist natürlich auch vorprogrammiert, dass wir diesen Kick immer wieder haben wollen, ne? Anstatt da erstmal wirklich mit Obst und Gemüse abzuholen. Blutzuckerschwankungen können entstehen, ne, daraus resultierend und dadurch wiederum in einem langen Verlauf, das passiert nicht von heute auf morgen, chronische entzündliche Erkrankungen. Wenn es im Vorfeld schon im Familienstamm schon drin ist, die halt schon relativ viel solche einfachen Nahrungsmittel gegessen haben oder einfachen Carbs, kann das natürlich auch an Kinder dann schon weitergegeben werden, dass die relativ schnell dann diese Symptome halt aufweisen. Das haben wir jetzt im Verlauf der vielen Jahre der Industrialisierung der Ernährung in anderen Ländern, wie zum Beispiel, ich habe eine Weile in Bali gelebt, wo jetzt in den letzten 20 Jahren natürlich der Zucker, die Coca-Cola und diese ganzen schnellen Kohlenhydrate, auch Backwaren, dort Einzug gehalten haben in Asien. Und wir jetzt langsam sehen, dass die nächsten Generationen daran, kann man das richtig sehen, dass da die Thailänder zum Teil immer größer und auch adipöser werden und halt auch viel träger werden.
aufgrund dieser einfachen Nahrungsmittel. Sie denken, das ist gut. Genau, und dadurch geht halt jetzt das auch auf die Gesundheit. Vitalstoffmenge hoher Zuckerkonsum und habe dadurch halt einen riesigen Vitalstoffmangel auch in meinem Körper verursacht, durch diesen vielen Zucker, weil das war auch das Einzige, was ich zum Teil noch vertragen habe, aufgrund meiner Histaminose, weil auf viele Sachen habe ich allergisch reagiert oder habe die gar nicht richtig verdauen können. Ne? Und das ist ein großes Problem, was dann wiederum das Problem dann mit sich zieht und dann noch viel mehr Krankheiten verursachen kann. Und damit natürlich das, was ich jetzt hier auch schon ein bisschen mit erwähnt habe, der Kontrollverlust über den Zuckerverzehr, versteckte Zucker in Nahrungsmitteln heutzutage extrem hoch und es wird von jedem Jahr, jedes Jahr wird es mehr. Also es ist in Sachen Zucker, wo man gar nicht glaubt, dass da Zucker überhaupt rein muss oder rein sollte oder es ist völlig sinnlos. Also gerade jetzt in Spanien, wo ich war, sind viele Fruchtsäfte noch zusätzlich mit Zucker versehen. Also das ist crazy, also das verstehe ich nicht, ne? Aber die Menschen suchten nach noch mehr süß, weil das reicht schon nicht mehr, einfach nur eine Frucht als süße zu bezeichnen, sondern es muss noch süßer sein. Und das hat natürlich die Folge, dass durch diese versteckten Zucker und durch den Zucker, den man zusätzlich zu sich nimmt, wenn man sagt, oh, heute mal ein Stück Schokolade oder heute mal ein paar Chips, dass die Harnsäurewerte hochgehen, dass eine Fettleber entsteht, die lange Zeit nur auf den Alkoholkonsum gebracht wurde. Also auch viele Ärzte sagen Alkoholkonsum und viele sagen, ich trinke gar keinen Alkohol. Das war auch ein großes Problem, auch in unserer Familie. Liegt also daran, dass zu viele einfache, isolierte Kohlenhydrate zu sich genommen wurden. Diabetes, Übergewicht und dadurch natürlich auch wieder einherziehen später Herz-Kreislauf-Erkrankung, eine der häufigsten Todesursachen in unserer westlichen Welt. Und natürlich auch das große Thema der Übersäuerung, was natürlich dann auch schnellere Alterserscheinungen, schlechtes Hautbild, ne, oder andere anderweitige Geschichten mit sich bringt. Und damit natürlich auch ein schlechtes Immunsystem. Und das ist wichtig heutzutage noch mal mehr denn je, nicht nur, weil das 2020 dieser Virus uns ereilt hat, sondern generell unser Immunsystem und für uns Frauen, weil wir heute auch hier viele Frauen sind, ist unser Schlüssel für die Gesundheit. Und wenn das angekratzt ist, haben wir keine Stabilität, auch nicht im Zyklus. Ne? Da habe ich ja gerade auch das schöne Thema ausgearbeitet, auch in meiner Gruppe. Also, vollwertige Kohlenhydrate sind lebensnotwendig. Welche sind das? Fassen wir die doch mal zusammen. Wer mag denn nochmal sagen, welche Kohlenhydrate wichtig sind? Wenn du jetzt zugehört hast oder auch das selber schon weißt, vielleicht machst du einfach dein Mikro frei und schaltest dich ein und gibst da mal die Information mit rein, dass wir hier die wertvollen Kohlenhydrate also zusammentragen können. Dass wir es nochmal, das, was wir gelernt haben, jetzt einfach nochmal festigen. Wer mag gerne das sagen? Wer weiß das noch? Ute, weißt du, welche die wichtigen Kohlenhydrate sind? Müsstest du nochmal deinen Ton einschalten? Ah, jetzt. Jetzt. Ich denke mal, die Obst, Kartoffeln, Nüsse, gekeimte Reis, Haferflocken. Ja, das denke ich. Eine Stunde Sehr viel. gut. Ja. Auf jeden Fall. Die gehören auf jeden Fall mit ganz vorne dabei. Danke dir, Ute. Genau. Und da hat Ute jetzt schon einige genannt. Und ich habe es hier nochmal dahinter geschrieben: Gemüse und Früchte in reifer Form natürlich. Ne? Wildkräuter und Sprossen habe ich relativ weit oben genannt, weil die halt noch auch einen großen Vitalstoffgehalt haben und sehr, sehr nahrhaft sind und auch eine unserer Urkost sind, ne? Die wir immer wieder auch in unseren Alltag mit einbauen können. Und Hülsenfrüchte. Und wenn es geht, gekeimt, gibt es auch im Internet wertvolle zu unterschiedlichen Hülsenfrüchten, auch die Einweichanleitungen, die könnt ihr euch runterladen. Und wer sie nicht verträgt, lässt sie einfach komplett raus. Der darf dann halt darauf achten, dass er anderweitig genügend Ballaststoffe zu sich nimmt. Ja, dann ist das
dann ist das nicht schlimm. Das gibt auch Alternativen, um das auch erstmal zu überbrücken. Ich habe es auch lange Zeit nicht vertragen. Geht jetzt wieder, ne? In gekeimter Form. Vollkorngetreide, ebenfalls gekeimt und halt frisch gemahlen, wie ich das auch vorhin schon benannt habe. Ich zeige auch gleich nochmal Beispiele. Und auch den Hafer darauf achten, dass der nicht begast wurde. Also, dass ihr euch vielleicht frischen Hafer kauft, den selber quetscht. Ne? Das ist ein guter Beitrag auch für euren Körper. Pseudogetreide, Quinoa gehört dazu, Buchweizen, Amaranth, Hirse, ne, die sind auch ebenfalls sehr wertvolle Kohlenhydrate, die in eurem Alltag mit eingebaut werden können. Gerade jetzt im Winter so eine schöne Hirsebrei mit wertvollen ayurvedischen Gewürzen, wärmt schön durch, sättigt ungemein. Nüsse und Saaten, hatte Ute auch schon gesagt, und Wurzelgemüse, Wurzeln allgemein und auch Bohnen, wer sie hier auch wiederum verträgt. Achtung bei den Autoimmunerkrankten, ne? Das ist immer so, Hülsenfrüchte, Bohnen können da Probleme verursachen. Da bitte ausweichen. So, vollwertige Carbs, welche gibt es denn da? Und auch Sprossenmehl, wo gibt es denn sowas zu kaufen, wenn man das nicht selber herstellen möchte? Gibt es bei der Firma Aho. Da bin ich selber auch seit Jahren glückliche Kundin und war auch jetzt im Sommer auf dem Sommerfest dabei und wir konnten uns auch die Zentrale da anschauen, wie die das herstellen, die jungen Männer. Das ist halt ein Start-up-Unternehmen, was sich da auf den Weg gemacht hat. Mit dem Gutscheinlink Aerofit könnt ihr da auch ein bisschen was sparen, wenn ihr da einkauft. Die haben nicht nur das Sprossenmehl, sondern auch andere gesproste, gekeimte Lebensmittel, die ihr einbauen, in euren Alltag einbauen könnt, gerade wenn ihr wenig Zeit habt. Ist wertvoll und also ich unterstütze das von allen Seiten, diese Firma und diese Idee und diese Ideologie, dass das in unserer Kaufhalle steht, dass bisher jetzt da steht. Und hier ist es auch nochmal schön aufgezeigt von den Jungs, dass die Sprossen halt viele Nährstoffe haben und die Antinährstoffe raus sind, was beim Weißmehl nicht so ist, weil da haben wir gar keine Nährstoffe mehr. Und beim Vollkornmehl, das ist ebenfalls nicht so wertvoll, weil eben halt hier die Antinährstoffe ebenfalls, ja, noch enthalten sind. Ne? Aufgezeigt anhand der Weizensprossen, wie das aussieht. Ne? Wir haben erst die Weizenkörner nach dem Einweichen 24 Stunden gekeimt und 48 Stunden gekeimt. Und wenn dieser Prozess da ist, in der Pflanze, da hat das Korn oder Getreide oder auch die Saat die höchste Energie und Lebensenergie. Ne? Und das nehmt ihr dann auch auf. Das ist Lebensenergie auch für euren Körper. Und sättigt ungemein. Wenn ich in der Stadt bin und habe kaum Zeit, also habe mir auch nichts eingepackt, da ist es oft so, dass ich dann im Bioladen renne und mir einfach eine große Packung Sprossen hole und dazu manchmal noch einen Ziegenfeta-Käse, um halt noch diesen Fettgehalt zu haben. Ich brauche auf jeden Fall Fette. Und diese Kombination macht mich dann halt satt und gibt mir unglaublich viel Energie. Das hilft mir dann in dem Moment. Und mir ein Brötchen oder irgendwas wurde, so wie es früher, ein schöner Rohkostkuchen aus leckeren, auch wertvolle Kohlenhydrate. Ja? Oder hier eben halt die Bowl mit wertvollen Gemüse und Bohnen mit dabei. Baut das gerne mehr in euer Leben und Alltag ab. Wer noch Kapazität hat und Lust hat, ganzheitliche Lösungen möchte ich gerne noch mit auf den Weg geben für alle diejenigen, die in ihrem Umfeld oder bei sich selber da Themen haben mit den Kohlenhydraten, da nicht richtig zurechtkommen oder da auf jeden Fall an einem Weg einer Umstellung sind oder teilweise es auch noch nicht vertragen oder eben halt dann noch auch danach suchten nach den einfachen Kohlenhydraten. Und da gebe ich jetzt nochmal Lösungen gerne mit. Und dann sind wir auch schon fast am Ende. Hier in Form von Bildern von Menschen, die damit halt auch Themen hatten und die einfach mal darauf geachtet haben, ihre Ernährung für eine gewisse Zeit umzustellen und die Kohlenhydrate auf gute Kohlenhydrate umzustellen. So, jetzt ist hier gerade jemand laut. Nee, Moment. Das sehe ich jetzt aber gerade nicht. Gut.
hat sich es wahrscheinlich schon erledigt. Genau, und das sind jetzt Bilder von Menschen, denen ich selber auch begegnet bin, die ich selber kenne, die ich halt auch teilweise selber begleitet habe durch Kuren, wo eben halt Kohlenhydrate in wertvoller Form nur zu sich genommen wurden und alle anderen Kohlenhydrate rausgelassen wurden. Und ebenfalls natürlich noch Eiweiße mit angepasst wurden. Also da gibt es sehr wertvolle, eine sehr, sehr hohe Möglichkeiten. Jetzt erstmal hier die Bilder, die da halt erstmal viel mehr Worte sprechen. Ich lasse das einfach mal auf sich wirken oder auf euch wirken. Ich habe da auch mit Absicht auch jüngere Frauen mit reingenommen und schmalere Frauen, weil wir sind jetzt ja nicht alle so adipös, dass uns das Problem ereilt, aber auch hier die Verdauungsprobleme, ne, die der bei der Jessica, die halt hier diesen Blähbauch auch hat, aufgrund der schlechten Bakterienflora, ne, im Darm, das dann halt die Probleme verursacht. Also es ist keine Schwangerschaft, das sind halt Bakterien. Genau, und hier schon einfach auch vom Gesichtsausdruck und vom Körper her finde ich wertvoll, auch das zu sehen, auch hier Steffi, die dann wahnsinnig wertvollen Weg gegangen ist. Das sind Bilder aus Stoffwechselkuren, aus den Darmkuren, die einige Menschen mit mir gemacht haben oder mit uns gemacht haben. Da wird die Ernährung aktiv verändert, ohne Stimmungstief und ohne Jojo-Effekt und mit maximaler Fettverbrennung. Na, da habe ich mich da halt auch an den Andreas Job, bewege ich mich da. Da gibt es halt auch ein wertvolles Buch dazu, was man dann nutzen kann. Also sehr, sehr essentiell. Wer dazu Fragen hat oder da mehr wissen will, darf da gerne auch den Bob nochmal ansprechen oder auch mich. Ebenfalls gibt es auch eine tolle Möglichkeit, den Kidneybohnenextrakt hier von der Firma Life Plus, habe ich das jetzt mal aufgezeigt, mit das Phasomein. Wer also das Thema hat, also vielleicht jetzt auch gerade Geschäftsessen oder man ist viel davon abhängig, eben halt, wo man isst, also von anderen Küchen abhängig, kann man diesen Kidneybohnenextrakt mit einbauen, weil der verdaut oder verstoffwechselt Kohlenhydrate nochmal zusätzlich. Also das heißt, du nimmst zum Beispiel durch eine Pizza 600 bis 1000 Kilokalorien zu dir und die Hälfte davon ungefähr verdaut quasi das Phasomein, der Kidneybohnenextrakt. Das war mal ein chemisches Experiment, was theoretisch für eine andere Geschichte gedacht war und was dabei rauskam, dass das eben die Kohlenhydrate in unserem Körper schneller verdaut. Also das kann man gerne mal als Ersatz, es soll jetzt keine dauerhafte Lösung sein. Dauerhafte Lösung ist immer natürlich eine wertvolle Ernährung zu fahren. Aber wenn man das für sich einnimmt oder gerade wenn man eben halt das Thema hat mit den Kohlenhydraten und da halt in einen neuen Prozess zu kommen oder Gewicht abzunehmen, kann man das nutzen. Da gehen auch schon ein paar Kilos verloren, Phasomein. Ebenfalls empfehle ich hier auch immer unseren Vitalstoff Mercedes mit vielen Ballaststoffen und auch Darmbakterien. Hier wird auch der Darm auch nochmal ganz anders angeregt und auch die Verdauung. Und hier kommen wertvolle Nahrungsmittel in deinen Körper in Form von Rohkostnahrungsmitteln. Einfach als Tipp, wer da halt mehr Informationen möchte oder da zusätzlich Hilfe haben möchte zu seiner Ernährung, kann das mit nutzen. Ich habe das jetzt selber seit 8 Jahren am Start und bin davon sehr begeistert und habe das auch vielen Menschen weiterempfohlen. Ja, das ist mit eins der wertvollen Supplements auf dem Markt bei uns. Ich bin hier schon zum Ende. Ich sehe, mein Internet ist hier ein bisschen langsam. Wichtig ist dennoch, bei all dem Wissen, was wir heute mitgenommen haben von den Kohlenhydraten, meine 5 Lieblingslebensregeln. Schließe Frieden mit deiner Vergangenheit, um die Zukunft nicht zu sabotieren. Was andere über dich denken, ist nicht dein Problem. Vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder geht nämlich seinen eigenen Weg. Hör auf, dir so viel Sorgen zu machen. Die meisten treffen sowieso nicht ein. Und gib deine Verantwortung nicht ab. Nur du selbst bist für dein Glück verantwortlich. Und das ist essentiell. Nicht nur die Nahrung macht, ja, uns gesund und wertvoll, sondern natürlich auch unsere Gedanken und unser Lifestyle. Der ist ebenso wertvoll und essentiell. Und da gehören diese Lebensregeln mit rein, dass ihr euch da nicht so viel Stress macht. Auch alle Zuhörer, die später jetzt dieses Video anschauen, das ist mal ganz wichtig, dass es mit euch im Einvernehmen ist. Wachst langsam in eine neue Ernährung rein, überstürzt nichts, übereilt nichts. Es ist
der erste Schritt ist der wichtigste, dass ihr das geht, dass ihr den Weg geht und dass ihr Veränderung wollt. Ne? Aber bleib gerne da bei dir und achte da gut auf dich. Das sind nochmal Quellen, die ich verwendet habe und alles gebe ich natürlich weiter mit bestem Gewissen. Aber ich ersetze hier keinen Arzt oder Mediziner oder Apotheker. Das sind halt einfach Informationen für euch und Empfehlungen für euch. Ja. Und da bedanke ich mich erstmal hier für eure Aufmerksamkeit und gebe gleich den Raum auch nochmal frei für Fragen oder Austausch, wer möchte und sonst, wer gern gehen möchte, ist jetzt hiermit erstmal der Vortrag beendet. Dankeschön.